Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, lang ist es her. Eigentlich vielleicht nicht, ne? Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Die letzten beiden Parts habt ihr vielleicht so gesehen, so weiß ich nicht. So in Abständen von einem Tag oder vielleicht sogar zwei, ne? Also der vorletzte Part kam wahrscheinlich vorgestern, der letzte Part kam gestern. Im besten Falle, und dann kommt heute jetzt der nächste Part. Für mich sind allerdings hier so ungefähr 3-4 Wochen vergangen, seit ich das jetzt mal gespielt habe, seit dem letzten Part. Und der Grund, warum ich die anderen beiden Parts noch nicht hochgeladen habe, war, weil ich noch kein Intro hatte. Ich tue mir ja immer ein neues Intro mit der Dings hier herstellen, mit dem neuen Kapitel und so, ne? Und hat hier ein bisschen, weil nicht. Cooler zu machen, keine Ahnung, warum ich das mache. Ich finde es einfach nur cool, ich will es machen. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier ungefähr seit einem Monat, ich kann irgendwie nachgucken, wann ich das aufgenommen habe. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, da kann ich doch bestimmt sehen irgendwo, ne? Muss ich mal kurz die Datei anschauen. Wann wurde das gemacht? Am 17.8. Wir haben jetzt den 23., den 26.9. Also ja, für mich ist ein Monat vergangen, seit ich hier letztes Mal gespielt habe. Tut mir leid, aber ich versuche hier mich ein bisschen zu sputen jetzt mit dem Spiel. Wir sind schon bei 83% im Spiel, das heißt, so lange ist es ja eigentlich auch nicht mehr. Und wir müssen das ja auch mal hier zu Ende machen, ne? Gut, können wir ja nicht immer die ganze Zeit hier vor uns hinschieben. So, wir waren, glaube ich, kurz davor gegen Root und Elena zu kämpfen, die ja die ganze Zeit geduldig gewartet haben für einen Monat. Etwa Angst bekommen? Nein, das ist nicht der Grund, warum ich so lange gebraucht habe. Aber ich muss auch zugeben, ein bisschen, weil nicht. Es sind ein paar Sachen so passiert, die irgendwie, weil nicht so ein bisschen auch hier mich ein bisschen, jetzt sag ich, wie soll ich das sagen, beschäftigt halten, sage ich mal. Und ja, nebenbei bin ich ja noch mit dem Vegas am Aufnehmen, mit dem Master bin ich am Aufnehmen, ne? Und dann habe ich ja noch meine ganzen MiHoYo-Spiele, die ich alle irgendwie mit Zeitfenstern und so hier verknüpft sind. Da weiß ich, da fällt mir ein bisschen schwer, irgendwie so hin und wieder mal noch anderes reinzupacken, ne? Aber wir machen jetzt hier mal durch, ne? Wir gucken mal, wie weit wir kommen heute. Und ja, ich würde sagen, wie tue ich überhaupt den Kampf starten hier, ne? Ich habe gerade noch mal hier bei Materialien zu nachgeguckt. Ich glaube, alles ist in Ordnung, ne? Ich will noch einmal kurz die Lautstärke reduzieren. Gegen die Turks antreten. Genau. Das letzte, was passiert ist, wir haben hier dieses Turnier gewonnen gegen Don Corneo, und Kate Sif ist irgendwie mit der schwarzen Materie abgehauen, die wir eigentlich gewinnen müssten. Und jetzt sind die beiden hier, und ja, die Turks sind auch hier, wollten auch die schwarze Materie, und jetzt kloppen wir uns mit denen. Geht aus dem Weg oder ich prügel euch aus dem Weg. Man hat immer die Charaktere, die da sind, aber ich wusste gar nicht, ob ich meine Charaktere noch ändern konnte. Okay, mal gucken, wie das Spiel wieder geht, ne? Fußgranate. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt zuerst losgehen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Erstmal will ich euch analysieren. So, wirksam Elektro. Wind. Stehe bei er. Von ihm. Wer ist das? Root. Von ihm kann man stehlen. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Elena los, ne? Weil sie weniger abhört. Warte mal, sie hat Elektro. Und ich habe diesen. Oh Gott. Ich bin auch voll reingerollt. Ah. Gut, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Nein. So, warte mal. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe doch dieses Ding hier, ne? Plasma-Einladung, genau. Ja, oh Gott, Hilfe. Also, warte, ich glaube, ich gehe doch lieber auf Blut los. Wenn die Mädels scheinen hier klar zu kommen, muss ich mal kontern. So, wo? Na warte. Ich habe Regen, glaube ich, ne? So, du und ich, Root. Mann gegen Mann. Aua, und die Mädels tun das zwischen sich hier aus. Tun das zwischen sich aus, machen.
Ja, diesmal. Ja, ich block ein bisschen mehr ab. Ja. Ah. Oh. Nee, scheinen auch. Okay, die beiden gehen auch echt nur auf mich. So. Klingt ein bisschen wie Yuffie, Elena. So, was habe ich denn noch hier, was ich machen könnte? Fesselturm. Oh, da ist das Shinra-Thema im Hintergrund. Ein Remix. Tiefer? Ah! Vielleicht kommen die noch nicht alleine. Nein! Also, wie aggressiv. Aber, warum nehmen wir denn den Schaden? Wir greifen uns ja an. Wir sind doch hier die ganze Zeit. Nicht aufgeben. Ich verstehe gar nicht, was der gerade los ist. Vielleicht gehen wir doch erstmal auf Elena. Weil Root scheint irgendwie nicht auf uns losgehen zu wollen. So, Elena, komm her. Boom, Schocker weg. Kampf hat gerade. Der hat noch nicht mal begonnen gerade. Genau. So, du hast Engel, ne? Ja. Tiefer. Ich noch mal ein Elektro-Ding? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe eine mehr. Ich weiß nicht, ob ich noch hatte. Ich habe so zwei Symbole gesehen. Boah. Genau, schockerfähig. Nein, ich habe dich gerade geschockt. Da, sehr geil. Gute Arbeit. Ich war sie gerade am Schocken, ey. Ich tue trotzdem schocken, ja. Aua. Aua. Nein, sie ist doch gerade geschockt, Mann. Oh. Oh. Oh ja. Ich geh mal auf dich los. Was ist das für ein Anruf? Boom. Ich hab die Kombo gesehen. Sturmform. Nein, danke. Aua. Ja. Na klar, wenn ich mal von Cloud weggehe, dann zermürmt er ja. Gut, ist klar. Komm her. Kraftform, mein Gott. Warte mal, beschwören, beschwören. Wen beschwören wir? Ifrit, warum nicht? Schon lange nicht mehr gesehen, glaube ich. Ifrit! Jetzt habe ich so Kleif so in der Tribüne. Sehr aus dem gerade. Wir haben aber gerade Synchro-Fähigkeiten. Machen wir mal in ihr Spiralsprung auf Elena, bitte. Haben sie getroffen? Ja. Und jetzt. Jeder kommt jetzt wieder an der Cutscene. So, dich haben wir schon mal. Boom. Elena besiegt. Jetzt kommst du dran, Root. Nur weil ich einen Monat nicht gespielt habe, meinst du, ich habe keine Chance mehr hier oder was? Oh Gott. Ich mach mal hin, ja. Tiva, komm mal durch um den. Haben nicht sogar im Film gegeneinander gekämpft? Ne, da war jemand anders, ne? Weil wenn Children meine ich. Nee, aber ich denke da gerade an jemand anderen. Na, wenn du da stehen bleibst, dann. Boah. Ja, mir ist schon klar, der macht ja so einen Konter gerade, aber. So, Ifrit. Jawohl.
kurz ihn einfach mit Feuer an. Das Feuer der Hölle. Jetzt Root, gib acht. Gott. So hatte sie nicht Chakra Triade. Stimmt, den hat man noch nie eingesetzt. Aber da habe ich gerade gesehen. Oh nein. Go, go, go. Ja, wie du gehst jetzt voll auf mich los. So, hast du Chakra? Nee, ne, Übermacht. Komm, ja, ist nicht mehr so bekannt vor. So, Cloud, hast du mal Heilung? Heil mich mal bitte. Was, Elena? Okay, ich weiß nicht, was da. Elena ist wieder da. Ja. Aber ich wahrscheinlich zu lange gebraucht habe, ne? Oh mein Gott, wenn ich einmal in so eine Kombo von ihm drin bin, ne? Ja, muss ich euch bei dem gleichzeitig erlegen. Hey! Mein Gott. Oh, ich war geil, Gott sei Dank. Au! Was? Wer war das schon wieder? Warte. Ich höre noch wie. Oh ne. Ich glaube, ich will. Nein. Ich glaube, ich will tiefer hochheilen. Oh, irgendwas kommt jetzt hier, ne? Turk-Abreibung. Oh Mann. Wer da tötet mich? Oh, dauert. Ja, Cloud. Ja, Cloud, verdammt. Verdammt, trifft's sehr gut. Na, warte du. So, währenddessen, Tifa, du machst Root alle. Trifft den überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Na. Nein, geh weg. Nicht auf mich die ganze Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Daug. Ah. Warte, machen sie nicht Heilung auf alle? Da will ich mir nur ein. Ne, habe ich. Ich habe gar nicht. Tiva, Tiva. Ne, ich hätte lieber mich heilen sollen. Ah. Oh Gott. Ja, jetzt kannst du mal deine Limit auch mal aufladen. Das wäre irgendwie für voll geil. Okay, er ist ein bisschen chillig gerade. So, nein. Ich habe keine MP. Warte mal, ich habe doch irgendwie Subspirit, ne? Oh Gott. Okay, mach ruhig mal dein Ding wieder hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, der kommt näher. Oh, lass mal wieder dein Ding sein. Nein. Das Ding kommt sowas von gerade auf mich zugeflogen, ne? Ja. Okay. Ach, ich habe nur noch Dings. Ah, jetzt kommt sie auf mich los. Göttliche Strafe, ja, warum nicht? Ja, beide sind da drin. Ah, jawohl. Ja. Oh mein Gott. Der Kampf hat 10 sich gehabt. Ja, geht doch gerade erst los. Ich wollte schon sagen. Verehrte Damen und Herren, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nun bitte auf die Mitte der Arena richten würden. Denn für den Höhepunkt des Kampfes gibt sich doch tatsächlich ein ganz besonderer Gast hier. Ich bitte um einen herzlichen Applaus. Warte. Muss jetzt aber nicht auch noch gegen den kämpfen, oder?
Okay, sein Hund ist da. Ich aber heilen. Ist das für dich bloß ein Spiel? Was? Hm. Du wirst jetzt gemaßregelt. Die Kontrahenten wollen dich abhören. Der Direktor sei zu allem bereit. Ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen cool. Ich habe mich schon immer gefragt, warum es nie einen Rückkampf zwischen den beiden gab. Im Original. Gott. Ha! Ich bin nicht irre, weil sein Kampf war ein bisschen schwierig. Ah. Das sieht man nicht, der Verlierer. Ja, genau das. Aber jetzt habe ich Fernkampf angegriffen, ne? So, was mache ich denn als erstes? So, wirksam. Greif ihn an, während er gerade seine Waffen nachlädt. Oder konnte einen Angriff mit dem ATB-Kommando. Mit einem ATB-Kommando, um ihn schockanfällig zu machen. Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kampf noch funktionierte. Doch, ich hab doch. Er hat doch gerade nachgeladen. Okay, dann pass ich mal auf. Ich habe mir extra eine neue Waffe für dich besorgt. Kamui. Waren unsere Soldaten ja keine. Okay, irgendwie funktioniert er nicht. Ich geh nur auf die Fresse. Ja. Was? Ah, jetzt hat er meinen Angriff verbrochen. Wenigstens ein blöder Hund nicht auch noch dabei. Ja, ich wollte eigentlich Dings einsetzen, ja. Ich verheile ich mich hiermit. Okay. Ah. Jetzt nicht mehr wieder nach, ja. Ich habe aber auch gar nichts abgezogen, ey. Alter. Volle Konzentration. Oh mein Gott. Ich komme mit dem Kampf nicht klar. Ich versuche die ganze Zeit auszuweichen, aber er kriegt mich die ganze Zeit mit seinem blöden Angriffen. Ja, und weil ich eben versehentlich angreife, bin ich weg. Ja, jetzt bin ich tot. Ich hoffe, ich muss den Kampf jetzt nicht nochmal machen, ne? Okay. Ich kann jetzt vielleicht sterben. Aber ich kann ja auch mit dem Fernkampf angefangen sind. Na, diesmal gehe ich rechtzeitig weg. Okay, ich kann auch vielleicht mal blocken. Okay. Aber ich kann auch mit einem Fernangriff machen, habe ich gerade gesehen. Ich dachte, ich muss mit ihnen näher rangehen. Aua. Boah, und dann lädt aber immer noch, wenn ich weggeflogen bin. Ey. Oh, ein beschissener Kampf, ey. Also, bis gleich wieder keine MP. Das wäre so ein. Wir haben schon analysiert, ne? Ein Stück. Nein! Oh, ich kann nicht mittendrin zum Dings wechseln. Oh. Oh mein Gott. Ich nehme so viel Schaden von dem ganzen Zeug. Und er ist immer am Lachen, wenn ich gerade wegfliege. Das ist so frustrierend. Okay, ich glaube nicht, ob es das bringt, aber gucken wir mal. Ach, der hat mich einfach geschubst, der Sack. Das gibt's jetzt nicht. Aber wir halt gar nichts an Schaden machen, das ist wirkungslos.
aber ich krieg die ganze Zeit dadurch ATB, also mache ich dann immer weiter. So, ich muss mal jetzt meinen Gegenständen hier 1500, 1000, was haben wir denn hier alles? Ich irgendwann meine MP hochhalt. Dann nehmen wir mal ein paar Megatränke, ne? Ich gebe nicht auf. Ja, diesmal. Ah, der hat mich schon wieder abgebrochen. So frustriert hier gerade. Oh. Oh, warte. Oh mein Gott. Wenn du das konntest, das gibt's jetzt nicht. Weil es dieser Kampf. Hi. Ja, hast ja gar keinen Fehler machen. Ach, guck mal, wie wenig den ich bisher nur abgezogen habe. Ah. Aua. Komm her, Schiff. Ich kann den eine Kombo machen, das war's. Ich müsste mal hier mein Schock-Ding hier einsetzen, aber... ich komme nicht schnell genug dahin. Okay. Eine Combo reicht mir. Das ist aber auch richtig so abgetimt, ne? Ja, wow. Das gibt's nicht. Ich kann dazwischen echt nichts machen. Oh mein Gott. Okay, danach kann ich mal den schön treffen. Ich muss mal irgendwie andere Sachen hier machen, ne? Müssen wir irgendwie was anderes machen, naja, irgendwie so, so ein paar Upgrades oder so. Ja, ja. So langsam kriege ich den aber. Nein, ich wollte nicht auf den losgehen. Einige seiner Angriffe sind ja einfach. Ja. Irgendwie schaffe ich das jetzt hier die ganze Zeit ihn auszuweichen. Ich gebe nicht auf. Muss nur richtig abtimen. Ja, wenn ich das genau richtig ausweiche. Na warte, diesmal. Nein. Ich war jetzt gerade mit Dings hier reingehen, ne? Mit meinem Schockangriff. Das gibt's nicht. Ah. Minati-B-Kommando soll ich den... Minati-B-Kommando soll ich den schocken? Ja, wie denn? Der hat irgendwie nur eine Sekunde, in dem ich den ja treffen kann. Und wenn ich den dann in dem Moment nicht treffe, bin ich dran. Da kann ich in eine Combo reinhauen und dann war es das schon. Hey. Mein Gott. Oh, das hat gereicht. Ausgesagt. Oh, Schock. Oh mein Gott. Ich glaube, warte, dir... Ich weiß nicht mehr, was für eine Beschwörung er hatte. Ich glaube Alexander, ne? Oder Barmut? Barmut war das, ne? Ja, hatte. Gleich habe ich ein bisschen Verstärkung hier. Das war trotzdem voll. War trotzdem voll wenig, was ich den hier abziehen kann, ne? Der macht das aber auch echt immer. Ja. Ne, oh, den habe ich sogar.
Der macht aber euch immer, wenn er sieht irgendwie, dass ich getroffen wurde. Und er so, ah, jetzt kann ich den. Der hat mein ATB angefangen, konnte ich krieg die Krise. Ja, jetzt muss ich noch. Wie soll das irgendwie so ein Casual Gamer irgendwie schaffen? Frage ich mich. Weil es ist gar nicht mal so einfach hier gerade, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, hat jeder hier irgendwie so locker schafft. Er hat schon so typisches Vibe von so einem Boss, bei dem man irgendwie komplett hier stecken bleibt. Ich komme kaum dazu, irgendwas zu machen. Ich muss mich die ganze Zeit hochheilen. Dann habe ich irgendwie so eine Combo, die ich in den reinhauen kann. Jetzt habe ich meine Chance verpasst. Da. Dann kann ich vielleicht eine Combo in den reinhauen, ne? Und dann Master Trap. Oh. Ja. Wenn ich ihn beim Nachladen abhalte, dann. Ups. So, ist mir egal, komm her. Odin. Oh, ein bisschen Hilfe. Mein Gott. Mir egal, was du machst, mach irgendwas. Wenn er ihn auch kontert, wenn er ihn gleich so über den. Wenn er ihn gleich kontert, ne, dann kriege ich die Krise. Stell dir mal vor, er macht den gleichen Move wie bei mir, wenn ich ihn hier angreife. Ich würde einfach so von hinten packen und ihn einfach umfallen lassen. Nein, nicht jetzt. Ja. Ich glaube, ich muss mal einen Gigatank hier einsetzen. Ne? Mein Gott. Da ist aber auch nicht einfach hier. Nein. Da. Wenn du halt schon wieder ausweichst, ne? Da, danke. So, ich glaube, ich bin der. Nein, jetzt nicht der auch noch. Der Kampf ist schon schwierig genug, Mann. Er ist tiefer. Da, der Kampf ist schon schwierig genug. Jetzt mal ganz ehrlich. Aber nein. Oh mein Gott. Ich habe ja schon mehr als genug Probleme. Ich schaffe das nicht alleine. Aua. Ich habe seit einem Monat das Spiel nicht mehr gespielt. Oh, den macht er fertig. Obwohl, macht er noch nicht fertig. Ich habe den noch nicht analysiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe gerade einen Gigatrag eingesetzt, ne? Ich kann nicht schon wieder einsetzen. Ich muss ihn noch analysieren, Mann. Okay. Oh, er ist aber fast tot, der Typ. Ah! Was? Phoenix aus der Asche? Entschuldige, was? Au! Oh Gott! Ich weiß nicht mehr. Oh Gott, da muss ich den ganzen Kampf ja noch mal. Oh weh, ich muss noch mal gegen die Turks kämpfen. Aber glaube ich nicht. Aua. Oh nein, nicht so, nicht so, nicht so. Letzter Strom aktiviert, cool. Bringt aber nichts mehr, ist tot. Oh mein Gott. Ah. Nein, jetzt macht er das schon wieder. Ja. Oh mein Gott. Das könnte wahrscheinlich der nervigste Kampf aller Zeiten sein. Im Spiel bisher. Oh mein Gott. Ich überlebe das hier nicht.
Er ist tiefer. Mayday, Mayday. Seine Hilfe. Ich spiele, als würde ich ja Kingdom Hearts spielen. Die ganze Zeit mit meinen Ausweichrollen. Übertank. Da. Wenn ich die ganze Zeit aus der Ferne angreifen muss, ist mir egal. Ich kann ja echt nichts machen. Nein, nicht schon wieder. Au. Ach, du Stück. So. Jetzt gehe ich auf dich los, ne? Hättest du nicht gedacht, oder? Oh mein Gott. Ich war mal bei Soldat. Was hast du erwartet? Nach dem ganzen Stress. Genug der Spielereien. Danke für die Hilfe, Mädels. Gib jetzt Wichtigeres. Ketchi, nicht wahr? Ganz genau. Oh mein Gott, was für ein Eintritt wieder in das Spiel. Für meine Tränke wieder haben. Sollen wir die anderen suchen? Erstmal Ketchi. Ja, oh, hier gibt es irgendwo eine Bank zum Heilen, ne? Gab's irgendwo in der, oh Gott. Ach. Da war ein Monat lang dieses Spiel nicht gespielt. Was für ein Einstieg. Okay. Frage. Kann ich überhaupt schon Gigatränke und alles was herstellen mittlerweile? Verkaufen? So, nö. Bestimmt herstellen, ne? Megatrank, Gigatrank, oh ja. Übertränke auch. Ja, mit ein bisschen Farm, kein Ding. Okay, Zips Thema. So. Okay. Warum suchst du in diesen, da ist er. Warum suchst du in diesen einzelnen Raum, wo absolut gar nichts ist? Was soll ich irgendwie hier den? Den Ausgang irgendwie versperren. Wie hat er das geschafft, die ganze Zeit nicht abzuhauen, während wir uns hier eine halbe Stunde lang mit dem allen gekloppt haben? Ja, schon wieder von daher kommen. Warte, ich habe ihn nicht gesehen, wie er hier vorbeigekommen ist. Au. Ich habe es sofort gewusst, als er hier reingelaufen ist. Ich wusste, er hat sich da als Spielzeug tat. Nein, warte, er ist so schnell. Oh. Komm her, du Stück. Warum hast du unsere schwarze Materie geklaut? Wie wir einfach nur dahin joggen. Jetzt kommt er auf der anderen Seite hier. Pass auf. Okay. Mein Gott, bist du langsam. Mein Gott, sind wir langsam. Wo sind die anderen überhaupt alle? Halt mal jemand diese Katze auf. Wo sein? Wer hat zu gucken? Ja, wo ist er hingegangen? Hier. Wo ist er? Ist ja nicht normalerweise mal ein K-Ziff irgendwie vorne. Wo ist er hingegangen jetzt? Ich habe mir vorstellen, hier ist er hingegangen, ne? Suche nach K-Ziff.
Entschuldigung, Kechi. Ich kann mir ja nicht angewöhnen. Ich habe den mein Leben lang Ketsif genannt. Ich kann ja nicht. Also er wird wortwörtlich genauso geschrieben wie die Sif aus Star Wars. Ich kann mir halt nicht abgewöhnen, den nicht so zu nennen. Red. Hey, Cloud, tut mir leid, aber ich habe Kechi noch nicht gefunden. Ja. Du kannst ihn nur schnüffeln. Ja. No. Miau. Versteckt er sich nur. Er kann nicht weit gekommen sein. Ja, noch gerade gesehen. Da hier rein. Hört. Hey, da bist du ja. Vor der dämlichen Katze fehlt leider noch immer jede Spur. Also, ich glaube, er ist hier oben. Vincent, stimmt, er ist auch in unsere Gruppe. Wir haben es vergessen. Komm, er verschwindet immer hier so in um die Ecke und ist dann irgendwie weg. Man hat nur gesehen, wie er vorbeigelaufen ist, aber nicht irgendwie wieder. Ey. Nein, du das. Ja gut, wie Cloud hat einfach nur so hinnimmt, so als so, ach, das spielt nur rum, Ral. Dieser Kate Sif. Nein, oh Gott. Sieht aus, als würde er gerade irgendwie auf Streik sein. So. Nein, ich habe keine Lust, dieses blöde Kostüm zu tragen. Ugh. Wo ist er so langsam? Aus der Weg! Brock. Ja, geblieben. Ja, geblieben. Und er dribbelt nach vorne, Cloud. Oh, der liegt eine Truhe, geil. Waffe. Und dann mal hier. Kristallkreuz, boah. Sag mal, ich kann die Gruppe aber auch echt nicht ändern, ne? Wir machen mal nochmal. ich glaube, die sind aber Gruppenwechsel nicht möglich, ja. Ich habe seit einem Monat nicht gespielt, da wird meine Ausrede jetzt für alles sein, ne? So. Kristallkreuz, boah, 5 Materiaplätze, ne, 6 Materiaplätze. Mit viel Angriffskraft, ein Kreuz förmiger Wurf schon, dessen Ende mit Kristallklingen versehen ist. Verbannung. Stell mir einfach andere Kommandos aufgewandt wurde. Das Element hat sich durch Elementar in du zu kann. Gab es da nicht auch im DLC? Ich glaube, da war auch ein Move vom DLC vom ersten Spiel. So, das heißt, sie kann jetzt wieder hier Sachen platzieren. Ne? Ausrüsten meine ich. Wenn seine Synchro für die Synchro leistet jetzt unbeteiligten Gefährten ein wenig auf. Was bedeutet das? Um ein. Was haben wir denn ja noch nicht? ATB Kooperation. Ja, warum nicht? So, dann haben wir hier. Ich glaube, ich bin magische Attacke, ne? Synchro-Schaden, längere Debuffs. Benutzt überhaupt Debuffs? Blitz, Elementare. Auch nicht. Ja, das, ja, ich benutze ja so ein bisschen als Heiler, ne? Oh, Cloud ist kurz vorm Level Up. So, okay, Ziff, kannst du mal bitte erklären, warum du unsere schwarze Materie, die wir voll dringend brauchen, einfach so stibitzt und einfach damit weggrenzt, weil das damit auf sich. Genau, erst hatte Root ja die Materie in der Hand, aber dann hat er ihn zu Kate Ziff geworfen, ne? Das ist in der letzten Folge passiert. Also, was hat es damit auf sich, Leute? Ja, ich bin auch am Suchen. Du weißt doch nicht, ob der hier oben ist oder nicht, Mann.
Drecksack, was bildest du dir ein? Ich kann das erklären. Wie sehr man sich doch in jemandem täuschen kann. Für einen Moment hatte ich dir echt vertraut. Hätt's besser wissen sollen. Barrett, tu's nicht! Das Vieh ist die Kugeln wirklich nicht wert. Wie konntest du das bloß tun? Voll mies! Wir hätten dir niemals trauen dürfen! Er hat es nicht anders verdient, Aris. Cloud. Dass es so kommen würde, war mir von Anfang an klar. Ich hätte sie nicht so ins Herz schließen dürfen. Oh Mann. Dieser Kater, bin echt sauer auf ihn. Der ist von bis zum Ende jetzt weg, komplett. Das heißt, dass er uns die ganze Zeit angelogen hat, oder? Wenn ich nur darüber nachdenke, könnte ich platzen vor Wut. Das ist irgendwie ironisch, dass Yuffie das sagt. Alles in Ordnung. Weil sie auch nicht sehr vertrauenswürdiger war im Original. In dem Spiel ist sie ein bisschen sympathischer, aber im Original war sie, hat sie die ganze Zeit irgendwie darauf angedeutet, so, ah, ich klaue euch alle Materias und so irgendwann. Und wohin bitte, Fräulein Naseweiß? Wo der Tempel ist, weiß nur Catchy, oder? Vom Tempel weiß ich nichts, aber die Helikopter der Turks kann ich finden. Und wie? Ich kenne die Frequenz, auf der sie senden. Wenn wir ihre Funksprüche abfangen, ergibt sich der Rest. Jawohl. Eine Kleine hat ein eingebautes Funkgerät. Das ist ja perfekt. Gut, dann gehe ich schon mal alles vorbereiten. Jo. Das wird schon. Wir werden den Tempel finden. Die schwarze Materie gehört uns. Alles klar, Leute. Kehrt so Tiny Bronco zurück. Chat. Ein Anruf von Gobi. Moment, ich verbinde. Ach, das ist der. Ich wollte schon sagen, da geht's jetzt endlich weiter, ne? Gobi, lange nicht gehört, was? Ich bin endlich fertig. Die nächste Prüfung kann also beginnen. Wenn ihr den Wüstenschatz immer noch haben wollt, dann kommt doch mal beim Reaktor Nummer 3 vorbei. Das wäre dann letzte. Oder? Obwohl ich weiß auch nicht, was hier noch nachkommt, ne? Die Suche nach dem Wüstenschatz kann also weitergehen. Cool. Aber ich glaube nicht, dass wir das heute noch machen in diesem Part. Da sind noch zwei Quests, habe ich gerade gesehen. Was ist das für ein Symbol? Ach, Helikopter, ne? Gut, Leute. Was machen wir denn dann noch jetzt hier? Das ist der Borgi. Gute Frage, ich muss jetzt mal wieder Menuing und so. So, oh, er ist komplett weg aus der Gruppe. Nein. Also, ja. Okay. Wir sind ja direkt hingegangen, ne? Deswegen. Ich habe hier noch. Gibt es hier noch irgendwie Kämpfe oder so, die man machen können? Oder irgendwas anderes? Chocobo Square. Ja, ne, wir könnten ja noch hier Chocobo-Rennen machen. War auch schon lange nicht mehr, ne? Wo sind diese Mogis? Ich muss die Mogis benutzen. Okay, ich werde jetzt nicht hier in den nächsten 15 Minuten noch hier die eine Quest machen. Ich glaube nicht, dass wir dafür noch Zeit haben. Deswegen machen wir irgendwie so andere Kleinigkeiten noch, ne? Und ja, ja, KZF hat uns hier mal eiskalt verraten. Ja, ist im Original auch passiert. Und rückblickend betrachtet gab es schon einige Andeutungen, so würde ich sagen. Ich meine, das Spiel hat das ehrlich gesagt ziemlich offensichtlich gemacht hier, wenn man sich einige Szenen noch mal anschaut. So, ich glaube, Kate Ziff hat sehr oft irgendwie so was gesagt, wieso du Cloud, vertraust mir doch, oder? Ne? Ich glaube, da gab es so ein paar Gespräche zwischen den beiden und ja, also ich glaube, es hat schon so ein bisschen, wenn man sich die Szenen noch mal so anguckt, dann
dann ist es schon so ein ganz kleines bisschen offensichtlich, dass da was. Also es, ich meine, so was muss ja natürlich hier vorgestellt werden, ne? Sonst wird sich Leute aufregen. Du bist neu. Material als Benefit und wie ein Accessoire Kameraden-Ohrring zu verbessern. Es kann in der Wechselstube des Goldshauses erworben werden. Wie viele Sterne hat das Ding? Prachtvolle Krone. Kameraden-Ohrring zu verbessern. Goldene Kralle. Was sind das für Sachen? Benefit und das Accessoire Kameraden-Ohrring zu verbessern. Was für ein Kameraden-Ohrring? Glänzende Feder. Gigatrank. Ja, guck mal, da war noch ein Gebiet, das unbekannt ist. Das heißt, da kommt noch was. Wir haben das Accessoire Kameraden-Ohrring zu verbessern. Es kann in der Wechselstube des Goldshauses. Kosten die alle 700? Ja, ne? Ja, kaufen wir mal ein. Prachtvoller Umhang. Kameraden-Ohrring. Haben wir den nicht? Da kommen wir nämlich bekannt vor, der Name. Kameraden-Ohrring. Also nicht. Warum stand denn da? Ich dachte, Kameraden-Ohrring. So im Sinne von, das kann eben in der Goldsoße gekauft werden. Warum steht denn bei dem Objekt, dass ich ja kaufen bin, in der Goldsoße, dass ich das in der Goldsoße kaufen kann? Also nicht. Kameraden-Ohrring Muster. Ich hatte, da klingt irgendwie so nach Synthese irgendwie. Kompass des Piratenkönigs. Piratenrelikt. Uff. Nachdem 5 Kommandos eingesetzt wurden. Da, Kameraden-Ohrring. Ein schwach magisches Band zwischen Kameraden. Dann schaden durch Synchro-Aktion und Synchro-Fertigkeit um 10%. Okay. Quetzer-Kottel-Kralle. Ich muss mal echt gucken, ob man nochmal gegen das Viech kämpfen kann. Keine Ahnung. Muss jetzt das Ding hier drin gewesen? War jetzt hier drin? Nee, ne? Wie soll ich denn das hier verbinden? Egal. Mach mal noch irgendwas. Ich habe nur mal zufällig hier beim Shop nochmal nachguckt. So, ah, vielleicht ist hier was Neues, ne? Lust auf ein zünftiges Kämpfchen? Oh, du hast mich schon bei zünftig. 44, was von Level bin ich? 45. 43, 6er Kampf, harmonische Missklinge. Warte mal, habe ich jetzt überhaupt noch 6 Charaktere? Ja. 2er Froschkampf. Ich kann Quackfu. Kämpfe in ein 2er Team im Froschgeschlag gegen zahlreiche Feinde. Zeige der Welt, wo der Frosch die Locken hat. Flügelschläge frei aus. Ein 2er Team gegen fliegende Wesen, die sich in der Luft erhoben, um den Grausamkeit dieser Welt zu entfliehen. Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. Machen wir das mal. Dafür nehmen wir, ne, nein, nicht tiefer. Barrett und Yuffie. So, beiden Fernkämpfer. Also ja, dass Kate Sith irgendwie die Gruppe verraten hat, das war auch. Da war auch eine Sache im Original, ne? Aber da war es irgendwie nicht so geforscht wie in diesem Spiel, habe ich so Gefühl. Ja, war es ein bisschen offensichtlicher, fand ich. Ich meine, es war jetzt nicht so voll mitten ins Face oder irgendwie sowas, ne? Aber ich fand schon, da, wenn man weiß, dass es diesen Plot Twist gibt, dann hatte irgendjemand, ich weiß gar nicht, wie sieht man noch mal, ob man die schon mal analysiert hat, ne? Ich meine, ich kann in den Kampf dann noch mal reingehen, ne? Aber wenn man weiß, dass dieser Plot Twist hier existiert, dann
dann sieht man offensichtlich ja schon so, oh ja, das wurde so gerade geforscht so ein bisschen. Und ja, aber was im Original passiert ist, ist ja, KZF ist mit der schwarzen Materie abgehauen und die Turks waren gar nicht hier, aber KZF hat dann irgendwann die von Cloud die die Materie gemöpst und ist dann damit abgehauen, ne? Dann hat er auch in die Materie in Hubschrauber reingeworfen, wo die Turks drin waren, ne? Und hat sozusagen wortwörtlich am Ende dann so gesagt, so okay, ich kann das alles gut erklären und so, ne? Und dann hat er auch eine etwas bessere Erklärung gemacht, also die sind da nicht alle abgehauen. Also die Charaktere sind nicht alle einfach abgehauen und haben dann irgendwie gesagt, so, oh, wir reden nie wieder mit dir, ne? KZF ist wortwörtlich irgendwie zu Cloud hingegangen, hat sie gesagt, der Grund, warum ich das gemacht habe, ist deswegen und deswegen. Und dann hat er wortwörtlich am Ende gesagt, so, hör mal, die schwarze Materie ist jetzt weg. Und egal, ob du mich jetzt irgendwie verprügelt oder nicht, das wird jetzt nicht ungeschehen sein. Also tun wir einfach so, als wär's nie passiert. Und dann geht das Abenteuer einfach weiter. Man muss einfach akzeptieren, dass KZF einen verraten hat und ja, man einfach weitermacht, als wäre nichts geschehen. Er wurde ein bisschen blöder geregelt, fand ich, aber ja, so ist halt irgendwie abgelaufen. So, die schwarze Materie ist weg und egal, was du jetzt tust, das wird jetzt nicht ungeschehen machen. Aua! Von daher, lass einfach so tun, als wäre nichts passiert und machen einfach weiter wie zuvor. Das wortwörtlich, was direkt danach passiert ist. Da macht das hier schon so ein bisschen mehr Sinn, ne? Hat die alle ein bisschen wütender geworden sind, ne? Und den überhaupt nicht mehr mit dem reden. Aber mal gucken, ich nehme an, das führt dann noch irgendwo hin dann, ne? In diesem Spiel dann. Ich kann schon jetzt irgendwie. Ich weiß schon jetzt genau, wie das alles ablaufen wird. Ne? Irgendwann, weiß nicht, werden unsere Charaktere in Gefahr sein. Ne? Und es gibt irgendwie keine Möglichkeit mehr, mit uns hier irgendwie aus der Situation rauszukommen. Da kommt auf einmal KZF so mitten aus dem Nichts, ne, und rettet uns alle. Ne? Oder nee, ich weiß ganz genau. Ich weiß ganz genau, was passieren wird. Stimmt ja. Ich habe vergessen. Aber als nächstes kommt ja der Tempel des alten Volkes, nehme ich an, ne? Und da weiß ich ja noch, was alles passiert. Schon erledigt. Und ja, ich weiß ganz genau, was als nächstes passiert und was mit KZF passiert und alles drum und dran. Also ich weiß genau, wo die gerade versuchen, so gerade hinzusteuern irgendwie. So, Mysteria. Oh, da gibt es ein Skillbuch für aggressive Friedenstruppen. Kämpfe in zweiten gegen Grobiane, die nicht vor Gewalt zurückschrecken. Okay, da hole ich mir aber lieber, weiß ich nicht. Mal Red. Cloud und Red. Hier gibt es wieder so ein Skillbook für, ich glaube, für Ares war das, ne? Ich habe jetzt nicht genau geachtet. So. Nichts überstürzt. Ich regle das. Also Erde, was ich gedacht habe, direkt so da rein zu kreiseln. Ja, warte. Ah. Ach nö, ach nö. Zieh dich zurück. Aber wie sehe ich da gerade an? Oh Gott. Was für eine Explosion. Gott, sehe nur, wie alles explodiert. Nein, Red. Warum ist er so gut wie tot? Geh mal auf ihn los, bitte. Oh, ich liebe diese Floaty Air Combat, so wie in Kingdom Hearts 2. Red, warum ist er so gut wie tot? Was ist hier los? Ist er sonst nicht so schwach auf der Brust, oder? Ich habe gesagt, ich kämpfe ja gerade gegen Gegner, die ich gar nicht zurück. Oh mein Gott. Auf die Nuss. Mit mir legt sich keiner an.
Ich weiß gar nicht, ob ich den damit treffe. Er hat auch irgendwie so ein Heilmodus, oder? Oh Gott. Oh, die Heilung ist noch gekommen, alles klar. Okay, aber der Kampf zwischen den Turks und Rufus hat das ganz schön in sich gehabt, gerade. Also direkt nebenan nacheinander war nicht. Oh nee, ich weiß genau. Nein. Aber warte mal, ich muss unter ihn rollen, ne? So war das doch irgendwie, ne? Dann vergessen wir der Kampf, die verschlucken einen nämlich immer, ne? Und man muss irgendwie da runterrollen, glaube ich, ne? Ja, genau, so schon mal nicht. Ja. Ja, kann ich jetzt schon sagen, der Kampf wird nichts. Obwohl. Stimmt, normalerweise habe ich immer gegen zwei oder so gekämpft, ne? Okay, das war doch relativ easy. Weil normalerweise habe ich ja immer gegen zwei gekämpft. Die haben dann irgendwie zwei Charaktere verschluckt, dann musste ich mit einem Charakter gegen zwei von diesen Viechern kämpfen. Der hat nicht so gut ausgegangen. So, und die Gegner waren Level 46, ne? Mysterium des Planeten, das ist für Aerith, glaube ich, ne? Cool. Und Cloud hat auch ein Level up bekommen, glaube ich, ne? Dann haben wir hier Synthese-Chip, Accessoire, Großmeister. 43. Sechserkampf, ach so. Habe ich dann nichts mehr hier? Ne. Na, und dann machen wir halt auch noch mal schnell, ne? Sehe ich dagegen, was ich kämpfe? Irgendwie nicht, ne? Ne. Dann nehmen wir Tifa, Red und Aerith und Cloud, Yuffie und Cloud, Barrett und Yuffie. Heiler müssen immer bei mir ganz unten sein. Weiß nicht wieso. Ist bei jedem Spiel so. Die Heiler müssen immer ganz unten sein. So. Oh ne. Obwohl, gegen so ein Viech habe ich nur gekämpft, damals mit Kate Sif, glaube ich, ne? Alleine. Jen ist aufgewacht. Aber. Oh Gott. Ja, ganz ruhig, bleib mal stehen, damit ich auch verprügeln kann. Auch Regina hat er auf uns eingesetzt. Na Mann. So. Ins Gesicht. So. Oh. Ah, verdammt. Direkt wieder schockanfällig, ausgezeichnet. Au! What's up? Was ist da gerade passiert? Bin jetzt gerade. Oh, er hat Barmut. Na. So, ich würde mal gerne wissen, warum ich gerade explodiert bin. Wer ist da gerade explodiert? Oh, und die hatte gerade ihr Limit auch noch fertig. Ey. Red, wir sind gerade nicht in dein Tal, aber okay. Boah, er ist schon wieder gleich. Mein Gott, da sieht man mal, wie stark dieser Angriff ist, ne? Er hat den ich bin tot. Sieh mal voll, wie stark der Angriff ist, ne? Kam gerade aus seinem Schockmodus wieder raus, dann wurde er direkt wieder geschockt. So macht man das. So, jemand kämpft wer? Was sind? Oh ne, die waren irgendwie nervig. Ich weiß noch nicht mehr warum.
Kacke. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie waren die nur nervig, ne? Ich weiß nicht mehr. Oh Gott. Ich hatte eigentlich gar nicht geplant auszuweichen. Ach ja, die sind einmal gegen Dings und einmal gegen. Warte mal, zählt das jetzt magisch an? Ich habe natürlich ja diesen einen Modus von Genshin Impact einsetzen mit dem Raiden Shogun. Sie kann ja auch so ein Elektro-Ding ja rufen und das tut dann Elektroschaden machen. Aber ich weiß nicht, was ich ja mache. Ich glaube, es funktioniert. Ah, vielleicht noch nicht. Ja, genau. Irgendwas mit dem Flammen zu tun, ne? Je nachdem, was für eine Flamme er ist. Je nachdem, was das für eine Flamme ist. Ich hab den gar nichts abgezogen. Nein. Ah. Ja. Ach, ja. Ja, da hat irgendwie was damit zu tun. Der kann irgendwie noch magisch angegriffen werden, wenn eine Ding ist, ne? Nur ich sehe in der Hitze des Gefechts nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt ist er wieder gegen Magie anfällig, ne? Da ist er dagegen physisch, ne? Weil ich den Schild. Ja, jetzt ist er gegen gar nichts. Dann verstehe ich es nicht. Ich zähle auf dich. Auf ja, ne, sie hat, ich hab vergessen, sie hat auch magische Angriffe. Boom. Okay, das war relativ easy. Okay. Jawohl. Nee. Schon, Kamera, Ohrring sind sie an. Psycho-Amulett, aber jetzt kann ich das alles gesehen. Schal des Golds. So, Einführung in den Schwerkampf steht da, glaube ich. Ich sehe das nicht. Soll auch noch machen. Lass mal. Erstmal. Wird schon Zeit genug sein, hat irgendwann so reinzupacken, ne? So, wo finde ich das? Da finde ich das. Ring des Drachen, Seetang des Piratenkönigs. Oh Mann. Der Limitless bei erfolgreichem Blocken erhöht die maximal TP um 5. Morbus wäre Kriegerorden plus. Kameraden, euer Ring. Erhöht den verursachten Schaden durch Synchroaktion und Synchrofertigkeit um 20%. Erhöht die maximalen MP und die Magie um 8%. Schützt außerdem während des Kampfes vollständig vor den Zustand stumm. Sind halt irgendwie ja, also irgendwie so die ultimativen Ausrüstungsgegenstände für einige Charaktere. Also eine Schale des Golds erhöht die Vitalität und Willenskraft um 50%, schützt außerdem während des Kampfes vollständig in den Zuständen Tod und Gemach. Das sind ganz schön krasse Sachen hier. Ring des Drachen. Goldenes Horn. Aber die Sachen kann ich doch alle nur einmal, ne? Herstellen. Kann ich ja nur eine Sache davon herstellen. Ring des Drachen, Seetang des Piratenkönigs. Goldenes Horn. Dunkelmaterie. Hm. Das sieht aber so aus, das müsste ich. Ich kann die Sachen nicht mehrmals kaufen, ne? Ich kann die nur einmal kaufen. Aber ich kann die irgendwo anders farmen dann irgendwann. Willst du kräftig Punkte umtauschen? So. Ich habe 680, natürlich habe ich nicht genug. So, ich meine, kann ja nicht schaden, die alle hier mal jetzt zu kaufen, ne? Gil Boost. Da war vorher nicht hier. Funde Gil plus 100%. Ich brauche nicht wirklich Gil. Wenn es ein Feder. Goldenes Horn. Ich wusste, man sollte die Dinger noch aufbewahren. Na gut, halt mal im Hinterkopf. Ne? Wird schon für irgendwas wichtig sein. Ne? Die Sachen, die man sich herstellen kann, können klingen definitiv krass. Na, willst du einen mitnehmen, Barrett? Da oben fehlt einer.
Na gut, die Muskeltasse. So, warte mal, Cloud hat den Level ab, ne? Ach. So, mein Gott, die Texte sind hier alle im Weg. Er hat gerade noch, Aris hat das Ding bekommen, ne? Aber er hat noch 10 Punkte. Alle haben 10 Punkte. Was? Codex-Stufe 9? Wo ist das ATB-Limit? Lädt beim Benutzen von ATB-Einheiten die Limitleiste auf. Was? Hat das jeder? Vernichtung. 30, da komme ich aber erstmal gar nicht hin. Ey, guck mal, wie weit das noch entfernt ist. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme, ey, noch während dieses. Da, was ist das hier? Da ist eine ATB-Limit. Lädt beim Benutzen von ATB. Das ist was ich bei jedem Charakter brauche. 30 Punkte. Aber da muss ich erstmal hier hingehen. Ich sehe aber nicht, wie irgendwie so ein Ding hier verbunden ist damit. Na, seht ihr das hier abseits? Kann man halt einfach so holen? Kann ich auch einzelne Wissenskerne wieder zurückschalten? Da wäre dann irgendwie, was ich hier machen würde. Hm. Stimmt ja, ist eine Sache, die man machen kann. Ne? Werde ich vielleicht noch mal irgendwann mal in Zukunft machen. Aber erstmal gucken wir noch, wie weit wir hier hochkommen, so im Level. So, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Oh, alle sind zu kurz vom Level ab. Ne? So, KZF ist nicht mehr in unserer Truppe. Nein. Und ja, wir machen dann, weiß ich nicht, bevor wir in der Story weitermachen, ne, machen wir erstmal hier. Wollen nicht. Das da könnten wir mal versuchen, den Schatz des Piratenkönigs zur Verfolgung der Turks. Hm. Ja, nach den Schlüsselstein. Mehr kommt dann wahrscheinlich nicht mehr, ne? Na gut. Wir können ja schon mal dahin gehen, würde ich sagen, ne? Ich glaube ja nicht, dass dann kommt wahrscheinlich wieder so eine Meldung, so, oh, du kannst erstmal hier. Ehrlich, komme ich jetzt hier? Ich will ja raus. Die Tino Bronco hier. Kleine Frage: Komme ich da einfach so hin? Ja, ich habe vergessen, ob man ja schnell reisen machen kann oder nicht. Einfach so, naja, wir können ja schon mal dahin gehen und mit Zit reden. Ne? Dann wird er wahrscheinlich irgendwie so sagen: So, wollt ihr jetzt losgehen oder nicht? Und dann gucken wir mal. Ne? Also weg. Oh ja, ich habe so vermisst. Hey, yo. Ich nehme jetzt an, wie tue ich hier nochmal absteigen? Hier ist immer noch ein Ding. So, lass uns erstmal umdrehen. Lass mich mal ans Funkgerät. Sorry, nicht das neueste Modell. Kommt mir entgegen. Ja, jetzt, so lange ist, tue ich einfach weiter aufnehmen. Auf Wolke 7. Ich glaube, ich tue ein bisschen weiter aufnehmen. Ich wollte einfach nur gucken, was jetzt hier noch so passiert. Aber da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Nördliche Kontinent. Roger. Position ist an alle Einheiten übermittelt. Ich habe ein wenig nachgeforscht. Oh, ich weiß noch, was passiert im alten Tempel. Ist mir jetzt erst eingefallen. Wer ihn benutzt, hat sein Leben verwirkt. Nein. Das heißt lediglich, dass die mit ihm in den Tempel gingen, nie zurückgekehrt sind. Das ist doch das Gleiche. Und trotzdem schickt der Direktor uns einfach dahin. Sind wir dem völlig egal? Er selbst kommt auch mit. Soll verstehen, wer will. Ein Mann ohne Furcht, was? Hey, Reno. Ein Mann ohne Furcht? Haben wir noch gar nicht gesehen in dem Spiel. Nicht, dass ich solche Typen hasse, aber... Es geht los. Oh, die ganzen Turks sind hier. Und bereiten alles vor. Verstanden. Also wir haben jetzt gerade abgehört, wo der ist, ne? Die Turks wollen zum nördlichen Kontinent.
Wird turbulent. Schaffst du das? Na klar. Mit links und verbundenen Augen. Habe ich jetzt die Story schon direkt fortgesetzt? Auch gestutzt. Die Bronco wird sich tapfer durch die Wellen kämpfen. Das heißt dann wohl wieder Schaukelpartie. Genau, wir müssen ja da hinschwimmen. Vermutlich. Na, das Leben ist halt eine Achterbahnfahrt, was? Shinra hat Armee und Turks mobilisiert. Macht euch besser auf was gefasst. Okay. Das klingt schon sehr danach so, oh, wenn du noch was zu erledigen hast, dann mach das jetzt, ne? Genau. Dann halten wir mal hier an. Genauso habe ich mir nämlich vorgestellt. Kommt jetzt hier so eine fette Cutscene, so, oh, da müssen wir als nächstes hin, ne? Und dann geht's weiter. Cool. Na gut, dann ist das natürlich wieder im nächsten Part, werden wir uns ein bisschen hier austoben, ne? Wir haben 100 Stunden schon hier das Spiel gespielt. Und da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hierhin. Ja, wir sind schon in Kapitel 13. Ein Zeugnis vergangener Tage. Gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir uns so ein bisschen austoben. Ne? Wir müssen nach Norden. Alles klar, wir müssen einfach dahin. Kann man einfach dahin schwimmen? Ich glaube ja, ne? Hierhin müssen wir hin, dann Mittlerer Ozean. Ne, das ist ja was anderes, ne? Was? Mission? Mission? Wir sind eine neue Mission aufgetaucht. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen hier umschauen, ne, bevor wir weitermachen, ne? Außer immer die letzten Kämpfe so einen kleinen Warntritt gegeben. So, ey, hör mal, wir sind jetzt ein bisschen stärker, ne? Also muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Also würde ich sagen, oh, ist so cool. Also würde ich sagen, wir tun uns beim nächsten Mal wieder so ein bisschen austoben, gucken uns hier mal an, was wir alles noch machen können. Ne? Wir müssen die Protosubstanz ja noch finden. Wir können ja halt mal mit dem Piratenschatz können wir ja mal gucken, ne? Oder in der Gold Source, da gibt es ja auch noch Sachen. Karten spielen können wir auch noch mal. Es gibt noch so viele Sachen, die wir machen können. Ne? Hätte ich vielleicht irgendwie vorher machen sollen, wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte. Ne? Aber was soll man machen? Ne? Ich habe direkt mitten im Kampf aufgehört. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Gib mir das Ding. Gib mir das Ding. Sonst randaliere ich. Ich randaliere. Nein. Ach, na, ohne das Ding kann ich das nicht umwerfen. Das gibt's nicht. Na gut, beim nächsten Mal sind wir dann wieder im optionalen Modus. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann sagt, dann hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Ciao. Sag tschüss, Vincent. Macht er nicht. Gott, ist er ist so cool. Tschüss.